Einen wunderschönen guten Tag. Wenn es immer noch rauscht, Ventilator ist immer noch im Gange. Heute geht es um das gute Stück hier. Ich habe mir ein neues Headset gekauft. Ebenfalls bei Saturn, wie bei dem anderen auch. Nein, es ist keine Werbung. Einige würden sich jetzt fragen, warum neues Headset? Ich habe doch eins, und zwar das hier. Ebenfalls von Corsair. Das ist das Corsair White Pro in der Wireless. An sich super tolle Kopfhörer, aber da ich alles Stück für Stück ja immer noch auf MSI umsetze, das heißt, die Maus hatte ich ja schon. Und die Tastatur kommt noch später dazu. Die Wasserkühlung kommt auch noch von MSI mit rein. Und dementsprechende RAM auch. Heute werde ich in diesem Video natürlich zeigen, wie diese schön aussehen, wie die Soundqualität von dem Mikrofon ist und werde das natürlich mit dem, was ich hier habe, das hört ihr sowieso die ganze Zeit, und auch mit dem hier vergleichen. Und dann könnt ihr euch selber eine eigene Bildung machen. Fangen wir aber mal direkt an. Das hier packe ich mal eben erstmal weg. Was haben wir denn? Ja, das sind die Corsair Inverse H GH70 Gaming Headset. Ich habe diese bei Saturn für gut 60 Euro bekommen statt 80 Euro. Das Komische ist, bei Amazon habe ich auch nachgeguckt, die wollen für diese Kopfhörer satte 200 Euro haben. Da habe ich mir auch gesagt, nein, definitiv nicht. So. Dann schauen wir mal. Produktbild vorne. Soll auch Hi-Res Audio, True Gaming sein. Solid Steel Design mit RGB Mystic Light. Dazu kommen wir noch. Die sehen von der Seite so aus. Von hinten sagen wir gleich. Von da sollen die so aussehen. Von vorne hatten wir schon. Von hinten sehen sie so aus. Von oben sehen wir ein bisschen mehr. Von hinten sehen wir auch ein bisschen mehr. Aber ein bisschen falsch herum. Wenn, dann sollte ich das so machen. Dann sieht man auch das Saturn. Nicht da, sondern da, Ding. So. Hier oben war da was. Was steht denn hier oben drauf? Interface, Connector, USB 2.0. Gold. Sollen circa 2 Meter lang sein. Kompatibles OS, Windows 7, Windows 8, 8.1 und Windows 10 und Mac OS. Ja. Ja, mit den Mikrofonen und Zahlen kann ich da nicht viel anfangen, aber ich sage es trotzdem mal. Hier steht da noch Driver Unit 50 mm Neodym. Neodym, ja. Frequency Response, irgendwas mit 20 Hz bis 40 kHz. Ja, kann ich nicht viel damit anfangen. Ich werde einfach mal so zeigen. Dann könnt ihr euch da mehr mit beschäftigen. Als ich. So, da steht auch jede Menge Blabla Englisch. Ich pack mal aus so. Das Interessante ist bei denen, es war ein Ausstellungsmodell. Die scheinen ein absteigendes Modell bei denen hier zu sein. Hier geblieben. Naja, die Verpackung sieht auch vorne auch nochmal mit dem. Mann! Ich sage, dass sie mit dem Mikro ein bisschen anders machen, das doch. Dann sieht man das nochmal. Einmal aufmachen. Und dann sieht man, Mann. Ach, die kleine Chibi-Dose fällt hier um. Kopfhörer einfach wirklich reingeschmissen. Wie gesagt, es war ein Ausstellungsmodell, von daher holen wir das gute Stück mal raus.
Viel wird hier, denke ich mal, nicht drin sein. Oh, doch, da ist noch einiges drin, sogar mehr als ich gedacht habe. Okay, gut, gut, gut. Bisschen doch ein bisschen mehr als gedacht. Gut. So. Das hier kann mal da runter. Was haben wir hier? Folie. Das ist kein Müll. Was haben wir hier? So. True Gaming, was auch immer das hier ist. Das ist das gleiche, was außen auch noch steht. In Englisch und Chinesisch. Wahrscheinlich auch Japanisch. Was ist das hier? Das sieht nach einer Tasche aus. Was bist du? Zack. Oh. Das ist wirklich eine Tasche. Doc. Das ist tatsächlich eine Tasche. Vielleicht kann man das ein bisschen erkennen, wenn man das so richtig ranhält. Ah, so sieht man das. Da ist noch das MSI-Drachen-Logo. Und hier oben steht dann auch nochmal MSI drauf. Oh, was ist das für ein Stoff? Fühlt sich sehr nach Kunstleder. Ja, es ist Kunstleder. Es müffelt auch danach. Ich liebe es an alles zu müffeln. So. So, was haben wir denn hier noch? Ah, nochmal extra Ohrmuscheln. Tschüss. Zwei Stück. Folie. Nochmal zwei Ohrmuscheln mit Stoff und den roten Inhalt. Also, ja, Membran, würde ich einfach mal dazu sagen. Und dann kommen wir mal zu den Kopfhörern an sich. Hier sind noch der Aufkleber von Saturn drauf. Ich mache den mal ab. Ich hasse das, wenn diese Metallaufkleber dran sind. Das heißt, ich darf diese dann gleich mal ein wenig säubern. Wenn ich diese vernünftig hier abkriege. So. Oh, das geht doch noch einigermaßen ab. So. Habe ich jetzt nur noch abbekommen. So, das sind jetzt die Corsair Inverse. Hier ist noch das Headset. Das tue ich mal so hin. Hier sind noch die Membran, hier sind aber noch die schwarzen drauf mit diesen Kunstlederoptik. Hier oben auch noch für den der Bügel für den Kopf, der ist auch noch schön flexibel, was ich sehr schön finde. Und es ist immer noch sehr warm. Der Rahmen hier oben besteht aus gebürsteten, nee, nicht gebürstet, sondern einfach nur normalen Aluminium. Sehr großer Rahmen. Hier an der Seite auch nochmal das etwas hellere, und zwar nicht das, sondern das da hier, ist ebenfalls nochmal Aluminium. RGB beleuchtet soll das hier an diesen Seiten, an den inneren Rändern sein. Wahrscheinlich auch noch das Logo hier. Genau wie auf der Seite. Wie weit kann man den ausfahren? Und kann man die überhaupt ausfahren? Doch, komm. Kann man die nicht ausfahren? Doch, die konnte man doch vorhin noch ausfahren. Anscheinend wohl nicht. Anscheinend kann man die echt nicht ausfahren. Aber die kann man echt sehr weit auseinanderziehen. Das sollte sie jetzt nicht provozieren, sonst gehen sie noch kaputt. Das Mikrofon haben wir hier. Es ist ausfahrbar und auch einfahrbar. Ja. Biegsam. Man hat keinerlei Knöpfe an den Seiten, um Mikrofon ein- oder auszuschalten. Das Kabel selber ist ein bisschen steif, aber es ist gesleeved. Gesleeved schwarz. Und schön lang. Dann haben wir anscheinend noch so einen schönen Controller hier vorhanden. Das machen wir so. Was denn auf der einen Seite den 7.1 Sound einschalten kann. Und dann machen wir ein bisschen näher, dann sieht man das vielleicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht, nö. Oder irgendwie nicht. So, da sieht man das so ein kleines bisschen. Auf der einen Seite hat man dann noch einen Knopf für den Mute, für Mikrofon.
Und das hier oben ist dann noch für die extra Lautstärke. Dann geht das auf der anderen Seite weiter mit ewig langen USB. Ich werde die jetzt einfach mal tock anschließen. So. Zack. Und die fangen schon fett an zu leuchten. So. Dann sieht man das ja schon. Da sind sie beleuchtet. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Ich kann ja mal in die Software mal reingehen. Ja, wird gerade eingerichtet. Meine Geräte. Nein. Dahin. Ja. Ah, sehr cool. Okay, ich wechsle mal kurz mal hier hin. Dann sieht man nämlich nochmal die Software dafür. Was ebenfalls auch über das MSI Dragon Center läuft. Was haben wir denn hier? Von der Beleuchtung her, was kann man da machen? Gleichmäßig, was kann man bei gleichmäßig machen? Ja, bei gleichmäßig kann man nur die normale Beleuchtung anscheinend einstellen. So, ich habe jetzt gelb. Ah. Okay, in der Kamera sieht es ein bisschen orange aus, soll aber gelb darstellen. Ich mache mal hier blau. Ja. Aber anscheinend bleibt das MSI-Logo selber rot. Was haben wir noch so? Jazz. Was ist Jazz? Was soll Jazz sein? Hallo? Also hier wird was angezeigt, aber hier passiert gar nichts. Ich vermute mal, das ist was mit Musik. Dann haben wir Meteorschauer. Ich mach mal so einfach mal. Wie soll man da einen Meteorschauer drin sehen können? Die leuchten einfach so. Meteorschauer. Irgendwie passiert da gar nichts. Nimm mal eine dunklere Farbe, vielleicht sieht man denn was. Also hier in dem Bild soll tatsächlich was passieren, aber hier selber passiert gerade gar nichts. Da könnt ihr es ja selber sehen, es passiert wirklich nichts. Oder seht ihr was? Nee, ich sehe nichts. Und Standard. Ja, Standard. So, dann haben wir ja das riesige Kabel. Ah, was ich auch gerade schön sehe. Ich wechsle mal eben einfach mal rüber, dann kann man das besser sehen. Einmal dahin. Hier ist ja das Ding. Wenn man auf die jeweiligen Knöpfe drückt, fangen die an zu leuchten. Dann weiß man zumindest, dass sie eingeschaltet sind. So. Oh, ich setze das mal hier eben auf. Einfach mal eben so. Ziehe das Mikro hier mal eben raus. Und ich gucke mal, ob ich das Mikro hier finde. Das ist meins. Das ist das Corsair. Leuchten jetzt auch. Ich werde die hier mal eben kurz mal ablegen.
So. Und jetzt bin ich bei den Corsair Void Pro. Auch hier in OBS sehe ich das selber, wie dermaßen stark das aussteigt. Die schlagen deutlich stärker aus als jetzt diese. Das ist aber nicht so wild, da ich ja sowieso das Headset hier, dieses Mikrofon hier benutze. Daher kann man das mal sehen. Ich schalte gleichzeitig einfach mal auf das normale Mikrofon. Wieder um und zwar auf das Una. Kann dann die wieder abschalten. Tschüss. Kann dann die hier wieder wegpacken. Trotzdem werde ich die natürlich behalten, auch wenn ich das Mikrofon natürlich nicht benutze. Es geht mir ja rein weg. Erstmal um das MSI und ich finde, die kann man wesentlich besser tragen als die Void Pro. Die Muscheln selber werde ich noch austauschen gegen die aus Stoff. Die sind sogar etwas schmaler. Sieht man das denn sogar ein bisschen schmaler sogar? Aber auch die RGB-Beleuchtung ist schon stark, das gefällt mir. Und für 60 Euro bis 80 Euro für diese Dinger kann man echt nicht meckern. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, das reicht eigentlich doch schon. Und wir sehen uns zum nächsten, was auch immer ich mache. Ciao, ciao.